Wie in echt. Es geht nicht. Beim nächsten Mal geht's. Und beim ersten Mal geht's nicht. Gar nichts. Beim zweiten Mal geht's. Endlich. Heute mal ein kleines Unboxing-Video und Nachbau. Und zwar gibt es von Subaru Japan so Werbegeschenke. Da steht auch drauf, kann man es lesen, unscharf, not for sale. Ich habe es aber trotzdem gekauft für, keine Ahnung, ich glaube ich komme auf 60 Euro mit Versand, mit Zoll. Aber er ist schön. Ich wollte ihn zwar in Blau haben, aber es ist rot. Und zwar hat den Subaru anscheinend in Japan zur Einführung von ihrem EyeSight gemacht. Gab es mehrere, ich glaube auch kleine Brettsatz gab es und so. Es gab auch Werbespots, kann ich mal unten verlinken, wo sie, keine Ahnung, 60 Fahrzeuge gegeneinander haben fahren lassen und naja. Uns interessiert es nur der eine. Das Ding kann man einschalten. Und dann fährt er auch schon los, bis er einen Stopp bekommt. So, hier ist so ein kleines Auto abgebildet. Und dann fährt er ein bisschen mehr Abstand. Also wie gesagt, sobald er kein Hindernis hat, fährt er gleich los. Jetzt fährt er. Bis er irgendein Hindernis erkennt. Muss jetzt nicht die Box sein, muss irgendwas sein, was spiegelt. Das Schöne ist, es gehen auch seine Bremslichter immer an, wenn er was erkennt. Und funktionieren tut das Ganze. Wieder ausschalten hier. Mit diesen zwei Dioden hier vorne. Eine ist eine Infrarot-Sendediode und die andere ist eine Infrarot-Empfangsdiode. Und eigentlich, mal schauen, ob die Handykamera es jetzt sieht. Ja, wenn das Licht nicht so blenden würde. Ja. Die sendet. Und die andere empfängt. Man merkt, er fährt. Er sieht das Handy. Infrarot spiegelt sich im Handy. Er hört auf. Natürlich das Problem, dass der Sohnemann immer mit dem Ding spielen will. Aber das Ding ja hier 50, 60 Euro kostet, gönne ich es ihm doch nicht so richtig. Noch nicht. Mit 4 Jahren macht es bloß kaputt. Aber er fragt auch immer, Papa, was machst du in der Arbeit und so weiter? Und dann erkläre ich ihm, dass ich genau das mache. Fahrerassistenzsysteme. Tag ein, Tag aus. Innerhalb, außerhalb Deutschlands. Und darum habe ich ihm jetzt den hier gebaut. Und einen kurzen Bauüberblick gibt jetzt auch. Wie kann man selber ein ACC-fähiges Auto bauen? Spielzeugauto. Habe ich hier einen Lightning McQueen, den wir am Spielplatz gefunden haben. Der war mal ferngesteuert, aber das vorige Kind hat ihn anscheinend kaputt gemacht oder was auch immer. Lag vergraben im Gebüsch. Wir haben ihn zum Leben erweckt. Und ein wenig gepimpt. Und zwar hat es dieselbe Möglichkeit. Er hält selbstständig den Abstand. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das ganze Konstrukt, diesen Versuchsaufbau, so verstauen und verkleinern, dass er hier reinpasst. Und vorne die LEDs, Infrarotsender und Empfänger durchschauen können. Aktuell basiert das Ganze auf einer 9 Volt Blockbatterie. So, jetzt markieren wir uns erstmal die Abstände hier und bohren uns dann Löcher für die LEDs.
So, jetzt haben wir zwei wunderschöne Löcher. Wo dann auch unsere LEDs rausschauen können. So, jetzt sind wir schon mal so weit. Dass es einigermaßen verbaut ist. Ein bisschen Platzproblem in dem kleinen Gehäuse. Aber es wird schon. Immer wenn hinten es wegkommt, geht er los. Dann stoppt er wieder. Leider musst du jetzt oben anbauen. Der Platz war doch zu gering. Aber da kann man auch eben einen roten Deckel basteln. Dann schaut es ja normal aus. Eine sonstige Technik hat reingepasst. Und er funktioniert auch. Hier ist der Einschalter. Ah, liegt schon los. Und bremst auch. Kann er Abstand halten. Hat er ACC, Active Cruise Control. Und jetzt kann man sogar einen Stauassistenten nachbilden. Mit der Kurvenführung klappt es noch nicht so ganz. Also Lenkassistent haben wir nicht. Also man merkt, der Subaru fährt ein bisschen harmonischer. Aber naja, es funktioniert. Und hier ist Beispiel. Ich habe den Fußgänger gesehen, ich habe gehofft, dass er losgeht. Und er ging auch los. Und Auto hat es erkannt. Also ich hätte schon selber gebremst, aber ich wollte einfach wissen. Er kennt ihn oder kennt ihn nicht. Das war ein E30 km/h. Naja, viel Spaß beim Basteln.